So, herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ich wurde von einem Abonnent angeschrieben, weil ich ja noch nicht ganz so wusste, ja, wie spiele ich denn? Ich würde gerne als Magier spielen. Und er hat mich auf die Idee gebracht, dass wir ein bisschen Abwechslungslos die 3 ein bisschen bringen. Und zwar nicht nur Magier, sondern so ein bisschen quasi so eine Art Kampfmagier, Battle Mage. Also wir lernen so ein bisschen was über die Magie der Herrschaft sicherlich. Ich will unbedingt den Feuerregen und den Meteor lernen. Und natürlich den Feuerball, ist ja klar, den braucht man ja. Vielleicht auch die Flammenwelle, die war eigentlich auch ziemlich cool. Müssen wir mal gucken, wie wir es mit den Erfahrungspunkten so hinkriegen. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Wer quatscht denn hier schon wieder dazwischen, Mensch? Und vielleicht gucken wir auch, aber das Problem ist, da müssen wir zum Beispiel Schwarzmagier sein für die Armee der Finsternis und für den Hagelsturm, der sicherlich ähnlich ist wie der Feuersturm oder Feuerregen. Da müssen wir ein Wassermagier sein. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Stäbe dafür haben. Ich werde einfach abwarten. Beziehungsweise wahrscheinlich, selbst mit einem Stab angezogen, können wir wahrscheinlich nicht die Sachen lernen. Müssen mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall auf Magie der Herrschaft gehen, weil es einfach, es ist halt auch die Innos-Magie. Ja, mein Name ist nicht umsonst Innos-Bote. Und gleichzeitig, wie gesagt, wollen wir ein bisschen, auch ein bisschen als Kampfmagier herumsitzen oder rumlaufen. Und dazu brauchen wir, ich wollte mal kurz gucken, dazu brauchen wir... Aha. Den Schwertkämpfer. Bisschen Stärke brauchen wir und mit dem Schild würde ich gerne kämpfen. Dazu brauchen wir auch leider Gottes Jagdgeschick, sehe ich gerade. Aber eigentlich brauchen wir nur die Schildparade. Und Schwertkämpfer 2. Okay, für Schildparade brauchen wir jetzt Schwertkämpfer 2. Schild hat deswegen, glaube ich, einen Vorteil, weil man normale Tiere nicht mit dem Schwert abblocken kann. Also sowas wie ein Ripper oder sowas. Oder ein Wolf. Ich glaube, mit dem Schild kann man die abblocken. Den Rest müssen wir gucken, also Alchemie, so ein bisschen was ist klar, Diebestalent würde ich wahrscheinlich mit Jagdtalent wieder außen vor ziehen und Schmiedtalente, ja, ich glaube nicht, dass wir da so viele Punkte drin verschwenden werden, weil wir einfach nicht so viel haben. So, wir machen jetzt in der Episode auf jede Fälle ein Leck, ne, wir machen auf jeden Fall mal diesen komischen Hühnchentypen da hinten, den zeige ich euch mal, wie gesagt, ich habe den ja schon einmal gesehen. Offline, weil ich das alles hier normal machen musste. Und so, da hinten ist er. Sieht eigentlich normal aus, oder? Ich speichere mal ab. Die Hühnchenarmee wieder. So, guck mal. Verrückter Vogelkerl. Hello. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wer bist du? Rede, oder du bekommst meine Klauen zu spüren. Junge, was ist da los? Ich komme im Auftrag von Ölk, dem Händler aus Sylten. Alter. Du veranstaltest mit deinen Möwen einen Heidenlärm auf seinem Dach. Die Welt ist frei und gehört uns Vögeln. Wenn du dich uns in den Weg stellst, würgen wir unser Futter auf dich ab. Würgen ist ja ekelhaft, Junge. Pass auf. Ah, wir können also 500 Gold zahlen und dann lässt er das sein. Aber Jungs, so sind wir nicht gestrickt. Hör mal zu, Freundchen. Du hörst jetzt sofort auf mit diesem Scheiß. Das ist schon eher unser Ding. Du wagst es, mich und meinen Schwarm zu beleidigen? Was für ein Schwarm, Junge? Das sind Hühnchen. Schnabel wird deinen Schädel zertrümmern. Beruhig dich mal wieder. Mit meinen Klauen und Flügeln werde ich dich von Antlitz der Welt fegen. Komm her! Ich glaube, der Typ denkt wirklich, dass er ein Hühnchen ist, Mann. Ja, komm mal her, Junge! Daneben. Okay, er hält auf jeden Fall nichts aus, weil er einfach auch keine Rüstung hat. Tschüss. Nein, was macht denn er? So, Knüppel hat er dabei gehabt und eine Säge. Mensch. Na, klasse. So, wir gucken mal, ob er wieder aufsteht und dann mal geläutert wurde von uns. Nehmen wir, können wir noch eine Heilpflanze mitnehmen. Jo. Darf ich jetzt die Hühnchen alle umbringen? Na, ich spare mal noch. Ich warte mal ein bisschen auf eine Flammenwelle, weil da sieht es irgendwie ziemlich cool aus, finde ich. Ihr kennt ja noch vielleicht von Lossi 3, die Fleischschwanzenarmeen in den Höhlen immer schön mit Flammenwelle platt machen. Wir sprechen. Ich muss arbeiten. Aha. So. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, wir haben den Quest jetzt nicht erfüllt. Ich glaube, wir müssen den wirklich richtig umhauen, ne? Hier. Was müssen wir denn machen? Hier, Ölk. Der Verrückte lässt überall... Aha, aha, aha. Nö. Alles klar, pass mal auf, Junge. Ich hab's nämlich anders überlegt.
Und das ist die Tötungsanimation. So. Ich war's nicht. Das waren die Hühnchen. So, wir gehen mal zurück. Ich denke mal, das wird der Quest erfolgreich sein. Das Ding ist, wir müssen ja eigentlich noch die Scavenger hier umbringen. Oh Mann. Speichern. Ob das beim ersten Versuch klappt? Ach komm, einfach Rinder, Jungs. Zack. Na, das war eine super Idee. Hm? Super! Alter, ich versuche. Ups. Wir haben ein minimales kleines Problemchen. Wo sind die? Da sind sie. Ich versuche die jetzt mal gerade einzeln anzulocken. Guck mal hier hoch. Hier geht's hoch, Freunde. Also hier irgendwo. So, da hat's mich aus dem Spiel rausgeschmissen. So, mit einem wären wir ja fertig. Habe ich gehört. Wenn es nur einer wäre. Ist hier noch irgendein Nachzügler? So, wir verbrauchen jetzt unsere ganzen Heiltränke für Scavenger. Seht ihr das richtig? Ja, ist doch irgendwie... Na, warte, jetzt komm. So, dann nämlich keiner angreift, kann ich auch noch eine Heilwurzel noch fressen. Die wie größer ist als wir selbst. Nice. Aha, wir können auch diesen Angriff machen. Da sind die Scavenger. Einzeln wäre super. Da sind sie. Da kommt einer. Okay, das klappt gegen Scavenger auf jeden Fall viel besser. Okay, ihr müsst die rechte Maustaste drücken. Das ist ja viel einfacher gewesen. Super. So, haben die dieses komische unverdorrte... Haben sie gar nicht. What? What? Ist nicht dein Ernst. Also wir haben quasi die Falschen umgebracht. Hier war, glaube ich, noch einer, ne? Scheiße, Freunde. Wir haben die Falschen umgebracht. Hm. Ist ja jetzt doof, ne? Vielleicht sind es dann irgendwie Jüngere oder Schlechtere oder sowas, weil war ja schon ein ziemlich krasser Kampf hier am Anfang. Eigentlich müssen wir die Kröten 14 nicht mitnehmen. Wir nehmen sie mal am Anfang mit, aber ich denke mal, ich werde dann irgendwann wieder nur die sinnvollen Pilze mitnehmen. Okay, also die Taktik ist auf jeden Fall sehr gut. Wollen wir uns mal einen Wolf da hinten holen? Die Mondpilze geht das gleiche wie bei Krötenfurz. Oh, ein rostiert Schwert. Noch ein rostiert Schwert. Nehmen wir alles mit. Wir haben immerhin jetzt Fleisch, was wir dann braten können. Dann haben wir wieder ein bisschen was, was uns Lebensenergie macht. Das ist natürlich nicht ein Wolf. Jungs, den Wölfe, ich sag's euch, wie es ist. Wir haben auch keine Rüstung, wir haben auch keinen Boden, wir haben gar nichts. Ich glaube, das lasse ich mal lieber. Ich suche mal lieber die Scavenger, die wir eigentlich umbringen sollen. Aber erstmal gehen wir da hinten hin, zum Fischer. Das machen wir erstmal. So, Geldern ist da landet, weiß ich sogar. Ich werde einfach abwarten. So, wer war das eigentlich? Ölk war das, glaube ich, ne? Haben wir gerade gelesen. Aha, guck mal. Ich glaube, die Möwen sind weg, oder war das nicht das Haus hier? So ein bisschen die Frage, welches Haus das war. Das ist Obert. Also ich glaube, es war das Haus hier. Jo. Nice. Ich habe die Sache erledigt. Endlich bin ich hier los. Nice. Zwei Stärke, Level up. Perfekt. Geholfen. Hier ist ein Schreiben. Empfehlen und Schreiben 700 Gold. Nimm wahr. Das ist doch mal ein Grund zum Speichern. So, jetzt müssen wir die Scavenger finden. Dazu tue ich mal erst nochmal in den Quest rein. Vielleicht hat er irgendwas wenigstens... Achso, sag mal. Dylans Artefakt, wo ist denn Dylan eigentlich? Ah, in Geldern, alles klar. Hier. Cornelius braucht 5 Feuernesseln, die von Scavengern gefressen wurden. Ich finde die Scavenger am Fluss. Fluss. Wir sind in Zelda. Gelsern sind wir. Der Fluss, da gibt's. Also das ist eigentlich der See gewesen hier. Das heißt entweder Dalan oder Dalan. Na, wir gucken mal. Ah, Ewart. Das ist ganz komisch, dass sie uns nicht mögen, weil wir sie einfach mal geschlagen haben. Ich meine,
Das war ein fairer Kampf. So, hier könnten... Hier ist ein Fluss. Mann, hätte ich jetzt ja einen Bogen, Mann. Könnten wir die Gegner wenigstens auf lange Distanz sehen. Hier ist ein Steinkreis. Da ist diesmal aber nichts. Achso, gibt es hier Teleporter? Hier war sonst normalerweise der Teleporter. Im Hauptspiel. Hier ist aber diesmal gar nichts. Aha, Sumpfkraut. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen erstmal am Anfang, glaube ich, alles mit. Das brauchen wir definitiv. Die Flammenbeere. Können wir uns nachher irgendwie ein bisschen Mana machen. Seht ihr irgendwelche Gegner? So ein bisschen Schiss, weil wir echt noch gar nichts drauf haben, so. Wir laufen mal hier lang. Hier ist auf jeden Fall... Hier ist ein Fluss. Oder spinne ich? Nee, hier ist ein Fluss. Da sind Kisten. Kisten sind immer gut. Aber mir kommt es so vor, als ob hier übelst wenig Viecher sind. So, die erste können wir eh nicht aufmachen. Wir gehen mal gleich auf die zweite hier. Ja, oder wir lassen den Boden sein und den gleich erstmal auf Armbrust. Das können wir natürlich auch machen. Bringt uns aber eigentlich nicht wirklich was, ne? Wir müssen dazu nämlich ein Talent erlernen. Das ist irgendwie ungünstig. Aber eine Armbrust ist ein bisschen was wert. Nehmen wir mit. So, die Truhe war Blödsinn. Eisenhalm nehmen wir auch noch mit. Ja, Gegner gibt's hier nicht. Strange. Ziemlich strange. Hier ist noch eine Steinwurzel. Das ist ja wie leergefegt. Also im Hauptspiel, wer es vielleicht nicht gesehen hat, da wären wir jetzt hier noch nicht mal einen Meter weit gekommen, weil wir einfach 20 Lurker umbringen mussten. Na gut, ich meine, wir laufen jetzt hier einfach mal rum und gucken, ob wir einen Scavenger finden. Wenn es hier nicht ist, dann ist es genau auf der anderen Seite. Da ist ein Fischer. Da sind welche. Und der Stein hier ist eine Mana-Pflanze. Ja, nimm mal den Stein mit. Zack. So, das ist auf jeden Fall ein Scavenger und es ist nur einer. Shit, Alter, hat er sich gewehrt. So, guck mal, ob das der richtige ist. Nee. Schön. Läuft bei uns, würde ich sagen. Shit, ey. So, nehmen wir alles mit. So, in der Truhe könnte ein bisschen was drin sein. Ist ein bisschen besser. Ausdauer. Na gut, brauchen wir am Anfang sogar. Also ist am Anfang sogar gar nicht so schlecht, weil wir ja sonst nichts haben. Zwei Ringe dürfen wir nämlich gleichzeitig anlegen. Das war das Scavenger. Mana-Pflanze. Und ich glaube, hier entfernen wir uns einfach viel zu weit. Oh, würde ich sagen, jetzt wieder durchs Lager durch, ne? Na komm schon. Oh, oh, ist hier unten irgendwas? Ne. Mensch, haben wir fast ein Geheimversteck gefunden. Aber auch nur fast. Können wir hier durch? Easy. So, nice. Wir könnten eigentlich mal pennen. Wo kann man hier pennen? Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf, Mensch. Wo ich mal das gerne penne, ist hier. Wir gucken mal von der Zeit her. Irgendwo stand doch hier mal die Zeit. Bei der Karte oder sowas stand die Zeit, ne? Okay, jetzt ist genau mittags. Dann schlafen wir mal bis nachmittags. Wenn nicht zu viele... Oder bis Abend, leider. Ach, und es pisst. Ja, klar. Ich will nicht zu viele Tage verstreichen lassen, dass so ein bisschen realistisch ist. Wir können natürlich auch immer wieder bis morgens schlafen. Und am 10. Tag sind wir dann irgendwann aus Silden raus. Das ist jetzt aber nicht so irgendwie das, weiß ich nicht, das Sinnvolle am Rollenspiel. Ach, die Kühe müssen wir auch noch umbringen, stimmt. Da ist noch eine Waldbeere, die nehmen wir mal mit. Und das ist ja doch, der Teleporter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hab ich nicht gesehen. So, wie sieht der aus? Ganz normal wie immer. Jo. Okay. Super, können wir uns schon mal nach Silden zurück teleportieren. Ist doch schon mal ein Riesenvorteil. Die Pflanze nehmen wir definitiv mit, weil die uns
die nehmen wir auch sofort ein, weil die uns nämlich zwei Leben permanent. Das können wir am Anfang sehr gut gebrauchen. Und hier sieht es aus, ob hier jemand überfallen wurde. Wurden wir hier? Es wurde ja auch gesagt, dass wir überfallen wurden. Das, was ich nicht ganz glauben kann. Also, warum wir geschwächt waren, haben sie so erklärt, dass wir überfallen wurden. So. Aber eigentlich wurden wir geschwächt, weil wir den Zaras gekämpft haben. So habe ich das eher verstanden. Und ich meine, ihr habt ja die Bilder am Anfang gesehen, in der ersten Folge. Das muss ein tierisch geiler Fight gewesen sein. Da sind die Scavenger, glaube ich. Links von uns, da. Seht ihr sie? Die holen wir uns. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Oh, Eierwurzeln nehmen wir auch noch mit. Nochmal eine Flammenbeere. Nice. Ach du Scheiße. Okay, wir versuchen mal die... Die schnelle Taktik erstmal ein umbringen schon mal. So, und jetzt muss ich sie irgendwie kiten können. Hier vielleicht. Na, Mädels? Ach, die können da durch. Hau ihn! Sehr gut! So, sind es die richtigen? Jawohl! Da haben wir es nämlich. Unverdaute Feuernessel. Nice. Hier sind doch noch eigentlich noch mehr gewesen. Jo. Und die letzte müssen hier. So, das waren jetzt... Ah ja, 5. Wir müssen ja nur 5. Richtig. Super, also hier findet ihr die. An dem Ausgang. Zahlen wir, holen uns definitiv noch ein paar Pflanzen. Zack, zack, zack. Ach du großer Gott. Ja, Kräuter-Omi ist auch wieder am Start hier. Aber was sein muss, muss sein. Zack. Wir könnten natürlich auch jetzt schon unser Mana da quasi nehmen, aber A, brauchen wir unser, also die Mana-Pflanzen quasi, die Flammenbeeren einnehmen. Aber die brauchen wir natürlich jetzt am Anfang noch nicht. Ist klar. Also weder das Mana noch, noch dieses, quasi die Einnahme von Pflanzen, weil nachher bringen sie uns halt im Trank viel mehr. Und ich glaube, ich gehe dann eher dann auf den Mana-Trank. So, Hälfte Leben haben wir schon wieder weg. Cornelius, wo war denn, war hier einer von euch Cornelius? Nee. Cornelius, ah, da drüben war er, glaube ich. Nee. Aber er hat das Buch hier, oder den Pult quasi offen gelassen. Uninteressant. Ich weiß jetzt auch warum. Das ist Cornelius, da haben wir ihn. Oh, hallo. Ach stimmt, der war ja auch so ein bisschen plemplem, ne? Der mir Feuernesseln besorgen soll. Ich weiß nicht mehr wen. Wenn du ihn triffst, sag ihm, dass ich auf meine Nesseln warte. Hey Junge, bin ich ja. Hier bitte, die Feuernesseln, die du suchst. Danke. Oh, Alchemie 2, nice. Wofür waren die nochmal? Ach ja, stimmt ja. Hier, deine Belohnung. Empfehlen und schreiben, Mana-Trank und zwei Heiltränke, nicht schlecht. Bring mir was über Alchemie bei. Und bei ihm können wir jetzt Alchemie ein bisschen was lernen. Mana-Tränke, permanente Tränke brauen. Das ist schon mal super. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also hier können wir uns merken, Cornelius, guter Mann. Sehr guter Mann. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen jetzt die Kühe umbringen. Da würde ich sagen, pennen wir bis nachts. Hast du ein Bett, Junge? Nicht wirklich. Okay. Aber ihr habt ein Bett. Das ist schon mal gut. Also solche Sachen macht man natürlich mal in Mitternacht. Ich hoffe, die gehen ja auch alle mal ein bisschen pennen, aber irgendwie sieht das nicht so aus. So, hier hinten kommen wir ran, ne? So, ich würde sagen, wir speichern mal ab und hoffen, dass diese Kühe auch vor allem die One-Shots sind. Oh, oh. Oh oh. Hi Jungs. Kühe, wo rennt ihr hin? So, wir schnappen uns mal die erste gleich hier. Oder auch nicht. Oh Mann, ey. Jungs, wo wollt ihr denn hin, sag mal?
Ich glaube, da hätten wir echt sowas wie eine Flammenwelle. Oh Mann. Scheiße, Nummer 1, sag mal. Wir kriegen das hundertprozentig nicht hin. Wir sind doch einfach nicht schnell genug. Das ist auch unser Problem. Was geben die uns eigentlich, die Tür? Oh, 4 Fleisch, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, im Wasser sind sie wahrscheinlich relativ langsam. Und Talbot wird uns natürlich aufs Maul holen wollen. Ist ja klar. Da hinten ist noch eine. Oh! Da haben wir's! Nice! Sehr gut! Hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Aber was soll's. Wir holen uns nochmal die andere Kühe. Genau auf der anderen Seite. Beziehungsweise, ach, Talbot gibt's ja auch noch. Ach du Scheiße. Den müssen wir eigentlich, den dürfen wir eigentlich im Lager nicht angreifen, glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen, dass dann die anderen mitmachen. Das wäre also sehr ungünstig. Aber ich würde sagen, was mit Talbot passiert. Gucken wir mal, ich meine, die anderen sind ja noch nicht so richtig auf uns aufmerksam geworden. Das ist ja schon mal super. Also was mit Talbot passiert, ob wir ihn umbringen müssen oder ob er sich wieder beruhigt, das werden wir dann nächste Folge sehen. Bis denne!